heute bei der Dorfgarage Stommer im Lengau, ein Familienbetrieb mit fast 50-jähriger Tradition hier im Lengau. Neben mir der Andi Dommer, Geschäftsführer und Inhaber von der Garage Stommer. Der Andi ist einer von unseren ersten Kunden aus dem Garagengewerbe, der sich für unsere Fleet Pro-Lösung interessiert hat. Und Andi, wenn du zurückdenkst, vor rund einem Jahr, wo wir angebietet hast, was sind deine Beweggründe, um dich mal überhaupt Gedanken zu machen über ein Telematiksystem? Wir haben unsere Ersatzwege eigentlich genauer aufnehmen. Wir haben eine Lösung gesucht, um zu wissen, brauche ich so viele Ersatzwege? Sind meine Ersatzwege überhaupt flüssig draussen? Die ganzen Auswertungssachen sind aus dem Bauch rausgekommen. Und darum habe ich eigentlich ein System wählen, wo mir schwarz auf weiß zeigen kann, wie viel ist der Ersatzwege im Jahr eigentlich wirklich unterwegs auf der Straße. Absolut nachvollziehbar und natürlich einer von unseren Kernargumenten im System. Ich mag mich auch erinnern, das hat mich noch beeindruckt, du hast mir angerufen, ich habe dir ein Testsystem zur Verfügung gestellt, es ist noch keine Woche gegangen, da hast du mir angerufen und gesagt, das machen wir zusammen. Was war für dich so der zentrale Punkt, wo du relativ schnell festgestellt hast, mal, das ist jetzt eigentlich genau das, was wir suchen? Da hat es eigentlich mehrere Punkte gegeben. Also ganz entscheidend war sicher der Kosten-Nutzen-Faktor, also die Preis-Leistung, die hat sehr gut gestimmt. Noch Überschlag für meine 6 Fahrzeuge. Das zweite ist die Baugrösse dieser Teile. Passt wirklich sauber rein. Und eigentlich die technische Lösung mit der ganzen Plattform, die wir anbieten, das hat eigentlich von Anfang an gut gestimmt. Super, das freut mich. Mittlerweile läuft das System seit einem Jahr. Wenn du zurückwirkend zurückdenkst und wüsstest, also den Hauptnutzen rausschälen, wo du sagst, das ist jetzt das, was wir heute nach einem Jahr wirklich den meisten Nutzen bringen, was wäre es da? Der Hauptnutzen bringt es mir, dass ich weiss, wie lange stehen meine Fahrzeuge und wie viele Kilometer macht der Ersatzwagenkunde im Durchschnitt. Ich kann das auf eine einfache Art und Weise zum System rausnehmen und weiss somit, wie viele Kilometer pro Fahrt ist eigentlich gemacht. Also Transparenz ist seit einem Jahr da in der Ersatzwagenflotte. Einige Garage-Kollegen von dir machen sich im Moment auch Gedanken darüber, ob sie in so ein System investieren sollen. Was ist dein Tipp oder dein Ratschlag? Ist das etwas, das man weiterempfehlen kann? Vor allem in Betrieben in einer ähnlichen Struktur, wo du sagst, gleiches Business, gleiche Grösse, was würdest du sagen? Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, weil wir nicht wirklich viel Geld in die Finger nehmen und für den Gegenwert sehr viele Daten bekommt, die einem dann auch wieder weiterhelfen, um den Satz von der Flotte zu steuern. Super, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andi, und weiterhin viel Erfolg. Danke, dass ihr da gewesen seid. Merci vielmals.